Hallo zusammen, willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt es von meiner Seite aus mal einen Quickie. Wir legen gemeinsam Zitronen und Orangen in Salz ein. Die Salzzitronen und Salzorangen werden nämlich in meinem nächsten Rezept bzw. Video benötigt. Tom Heinzle hat die eingelegten Zitrusfrüchte damals bei der Barbecue-WM in Marokko für sich entdeckt. Seither setzt er sie bei einigen seiner Gerichte ein. Das Rezept bzw. die Zubereitungsweise stammt deshalb aus seinem Buch Wildgrillen. Die Kombination aus salzig und fruchtig ist zuerst ungewohnt im Zusammenspiel mit Fisch, Hähnchen oder Kalb, aber ein besonderes Geschmackserlebnis. Wer auf fruchtige Zitrusfrüchte steht und vor einer guten Portion Salz dabei nicht zurückschreckt, der sollte das unbedingt mal ausprobieren. In meinem nächsten Video gibt es dann Hechtfilets mit den Salzzitronen und Orangen. Jetzt benötigen wir aber zuerst zwei Einweggläser mit je ca. 1,5 Litern Fassungsvermögen, 400 Gramm Meersalz und ein paar Bio-Zitronen und Bio-Orangen. Da die Schale mitgegessen wird, sollte man unbedingt unbehandelte Früchte nehmen. Die Einweggläser sterilisieren wir bei 120 Grad im Backofen für 10 bis 15 Minuten und lassen sie dann abkühlen. Danach wiegen wir die 400 Gramm Meersalz ab und stellen die Gläser bereit. Das Meersalz geben wir in ein Gefäß und gießen 2 Liter kochendes Wasser hinzu. Nun rühren wir ein paar Mal um, bis sich das Salz aufgelöst hat. Die Orangen und Zitronen waschen wir gründlich ab, tupfen sie dann trocken und geben sie in die Gläser. Da machen wir einfach so viele rein, wie reinpassen. Jetzt gießen wir das kochende Salzwasser ein, bis die Gläser ganz voll sind. Zum Schluss verschließen wir die Einweggläser noch gut und stellen sie dann auf den Kopf. Nun lassen wir die Früchte an einem kühlen Ort ca. 3 bis 4 Wochen durchziehen. Wie gesagt, im nächsten Video geht es dann mit dem Hechtfilet weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, euer Grillscout BBQ PM.